Ja, wir sind hier im Neruda Kulturcafé, wo meine Ausstellung Lebe und Wachse ist. Die Ausstellung beinhaltet 6 Holzbilder, Bilder auf Papier und als das außergewöhnliche Kissenhüllen. Aber hier bin ich jetzt vor einem der Spiegelbilder. Das ist eine meiner Spezialitäten, dass ich aus Zerbrochenen etwas Neues schaffe. Und hier ist das lodernde Feuer. Ich nenne es Feuer des Lebens, Feuer der Leidenschaft. Neues Leben kann nur entstehen, wenn ein Feuer der Leidenschaft vorher gebrannt ist. Ein wirkliches Leben kann nur entstehen, wenn Leidenschaft vorher da war, Liebe vorher da war. Und auch aus Zerbrochenem kann dann was Neues entstehen. Zum Leben brauchen wir Feuer, Feuer der Liebe. Ich lade Sie ganz herzlich ein, all meine Exponate anzuschauen im Kulturcafé Neruda, wo sich unterschiedliche Kulturen treffen, unterschiedliche Arten von Kunst stattfinden in einer Stadt mit 144 Nationalitäten. Ein herzliches Willkommen im Kulturcafé Neruda in Augsburg in der Alten Gasse 8, direkt am Hofgarten.